Ich bin ein unbekannter Prominenter. Jeder möchte ein Foto, aber niemand weiß, wer ich bin. Also die Leute wollen halt Bilder mit mir machen, weil sie es für sich toll finden, das den Freunden zu zeigen oder es irgendwo zu posten. Aber sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Der Grund dafür ist so offensichtlich wie banal. Dirk Möser ist 2,20 Meter groß. Der größte Deutsche ist nur 5 cm größer. Ja, meistens kommt immer die Frage, wie groß bist du? Und ich sage 2,20 Meter, Schuhgröße 53. Nein, ich spiele kein Basketball. Und dann sind die meisten schon bedient. Wenn ich so auf der Zeile unterwegs bin, also wo viele Leute unterwegs sind oder auf einer Feier, passiert das echt so 20, 30, 40 Mal am Tag. Dass ich angesprochen werde, nicht, dass ich immer ein Foto machen muss, ja, aber dass ich angesprochen werde schon. Eine Frage, wie ist das eigentlich im zum Beispiel Bus oder Auto? Ganz schlimm. Schlimm, ne? Bus, gedrückt. Auto, kannst du keinen Sportwagen fahren. Ja. Kannst nicht fliegen. Also kannst du schon, aber ganz überall ganz wenig Platz. Spielen Sie auch Basketball? Nee. In der Öffentlichkeit zieht Dirk häufig alle Blicke auf sich. Ich möchte den 36-Jährigen aber gerne näher und vor allem in Ruhe kennenlernen und treffe ihn für unser Interview am Main. Ein Freund von dir hat uns jetzt hier das Sub zur Verfügung gestellt. Bist du gerne auch mehr unter Menschen, die du schon gut kennst? Ja, auf jeden Fall. Weil wenn ich unter Leuten bin, die mich halt einfach kennen, da werde ich halt nicht auf meine Größe reduziert, sondern einfach darauf, wie ich als Mensch bin. Ja? Und Leute, die mich halt gut kennen oder länger kennen, behandeln mich wie einen ganz normalen Menschen und nicht wie irgendwie etwas, was man halt anschauen muss, was man fotografieren muss oder sonst was. Gilt das auch für dein Wesen? Erwartet man von dir andere Charakterzüge? Ja. Ich habe das Gefühl, dass Größe immer mit Stärke und mit Mut und Willenskraft symbolisiert wird. Und das ist halt bei kleinwüchsigen Menschen nicht. Ja? Also ich glaube, du wirst einen kleinwüchsigen Menschen nicht ansprechen, hey, wie klein bist du denn? Ich war als Teenager war ich ganz zurückhaltend, ich war schüchtern, ich habe mich sehr in mich gekehrt, ja? Weil ich einfach mit der Größe nicht klarkam, mit dem Umfeld nicht klarkam und das Selbstbewusstsein war halt einfach im Keller. Mit etwa 13 Jahren wächst Dirk plötzlich sehr schnell. Eine Zeit lang hat er sogar Schmerzen beim Treppenlaufen. Sein Alltag wird vor neue Herausforderungen gestellt. Was sind denn so die Einschränkungen in deinem Leben? Türrahmen. Autos, Klamotten, Schuhe, Betten, an sich alles, was für dich so Alltag ist, über das du nicht nachdenkst. Die Standard-Krankenhausbetten passen nicht. Zum Glück war ich sehr lange nicht mehr im Krankenhaus, aber das letzte Mal, als ich da war, haben sie dann das vordere Teil vom Bett abgemacht und haben mir da so eine Verlängerung dran gebaut, irgendwie einen halben Meter, und haben das halt mit Kissen zugestopft. Aber das sind halt so Sachen, so eine normale Arztliege funktioniert nicht. Im CT wird es auch schon schwierig. Einschränkungen, mit denen Dirk gelernt hat, auszukommen. Unangenehmer ist die Reaktion anderer Menschen auf ihn. Sie machen heimlich Bilder, das hast du auch. Also ich habe einen Zug oft gehabt, wenn ich irgendwie im Zug dann gleich aussteigen muss, ja, oder sowas. Stehen Leute da, die mich dann entdecken und dann wird getuschelt, dann holen sie ihre Handys aus und versuchen irgendwie im Selfie-Modus ein Bild zu machen, den ich im Hintergrund drauf bin. Ja, ja. Zeit für einen Perspektivwechsel. Wir schnallen Dirk eine Kamera um den Kopf. Für die meisten Menschen ein völlig ungewohnter Blick durch die Fußgängerzone. Wie ist die Ansicht von Daub? Gut, gut. Also, wie fühlt sich man, so die andere zum Beispiel? Ich fühle mich ganz normal. Was würdest du dir denn wünschen? Wie sollten die Menschen reagieren auf Menschen, die zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer? Gar nicht. Ganz normal behandeln, ja, vielleicht nett lächeln, ja, und guten Tag wünschen, ja, aber nicht ansprechen, keine Bilder machen, ja, weil ich, was soll ich mal, vom Durchschnitt auf der Straße auch keine Bilder mache. Dirk kann das Interesse verstehen. Er macht die Fotos und beantwortet Fragen. Dennoch hofft er, dass andere erkennen, dass am Ende nicht das Aussehen, sondern der Charakter zählt.